Ich freue mich sehr, dass die bekannte niederländische Choreografin und Künstlerin Christel van Issum unserer Einladung gefolgt ist, wieder in Kassel zu arbeiten. In ihrem Stück Winterwende bezieht sie sich auf den kürzesten Tag des Jahres und damit natürlich auch auf die längste Nacht des Jahres. Aber nach jeder Nacht kommt das Licht zurück. Und Winterwende steht hier auch für die Überwindung der Dunkelheit durch das Licht und für das Auflösen der Unterschiede einer fiktionalen und realen Welt. In Winterwende werden wir als Zuschauer mit den rauen und politischen Realitäten unserer Zeit konfrontiert. Wir stoßen dabei aber auch auf unsere eigene Angst vor der Leere der Realität und dem Absurden in unserem eigenen Leben. Christel van Issum zeigt alltägliche Handlungen und Tragödien des Alltags. Sie seziert die Alltäglichkeiten des menschlichen Seins und deckt dabei grauenvolle Abgründe auf, die sie aber mit einem stets zärtlichen und sogar humoristischen Blick begleitet. Auf der Bühne begegnen wir Menschen wie in einem Warteraum, einem Transferbereich, wie auf einem Flughafen. Manchmal sind wir auch in einem Bunker. Menschen wollen weg. Das Drama von Flucht wird dabei deutlich, aber wir zeigen den Begriff von Flucht in sehr unterschiedlichen Kontexten. Nicht nur die Flucht vor Gewalt und Krieg, sondern vielleicht auch die Flucht vor uns selbst.